Glück auf, liebe Camper. Glück auf und willkommen von der Nordsee. Ihr seht ja, wie stürmisch es hier ist. Ach nee, wir sind schon in Holland. Wir sind weitergezogen, haben noch ein verlängertes Wochenende gemacht und das letzte verlängerte Wochenende genutzt. Meine Schwiegereltern sind noch dazugekommen und deine Eltern. Also das ist eins eigentlich. Und wir sind hier in Winterswijk, wie auch immer man das aussprechen möchte, auf dem Campingplatz Freehorst. In der Freehorster Straße, so heißt sie, glaube ich, auch. Freehorstweg. Oh, Freehorstweg, okay, alles klar. Ich wollte wieder schlau machen, es hat nicht geklappt. Ja, ein wunderschöner Platz hier. Sind jetzt das zweite Mal da. Das erste Mal waren wir da letztes Jahr im März. Genau, das war das letzte Wochenende, bevor das Reiseverbot kam. Da habe ich gesagt, komm, Freitagnachmittag, zack, schnell Sachen einpacken und lass uns nochmal schnell abbauen das Wochenende. Das war aber mit unserem LMC. Das war mit dem LMC noch, genau, ja. Stimmt. Ja, klar. Ja, und jetzt wollen wir euch ein bisschen was von dem Platz zeigen. Gar nicht so dolle. Und wir zeigen euch jetzt mal ein bisschen was von Winterswijk. Habt ihr gesehen? Sieht gut aus, oder? Schönes Städtchen. Waren am Samstag auf dem Markt da. Markt ist auf jeden Fall zu empfehlen. Richtig klein und gemütlich. Und es gibt an jeder Ecke irgendwelche Fischbrötchen und Matjes auf der Hand. Das wird es bei uns nie geben, dass jetzt jemand einen Matjes von oben so in den Hals schlängelt und ihn isst. Hier ist das ganz normal und ich finde es cool. Ja, jeden Samstag ist hier auch Markt. Da muss man auch erwähnen. Und jeden letzten Sonntag im Monat ist hier verkaufsoffener Sonntag. Was aber nicht für Obeling gilt, gleich mal dazu gesagt, haben wir auch gehofft, weil unsere Schwiegereltern noch ein bisschen was von Obeling brauchten. Ich nicht, aber vielleicht doch, das weiß ich noch nicht. Du kannst da ja immer was kaufen. Genau, ich finde da immer was. Genau, also ich hatte beim Obeling danach gefragt und die haben gesagt, nö, wir haben nicht geöffnet. Aber heute haben sie geöffnet, wo bei uns alles zu ist und da wird gleich wahrscheinlich die Hölle los sein. Aber naja, das ist eigentlich immer da. Ja, zeigen wir mal ein bisschen was vom Platz. Zu erwähnen ist noch, es gibt hier frische Brötchen, wie mittlerweile an fast jedem Platz. Also es ist ja so ein Standardding geworden. Wir haben gestern Abend eine Tüte Pommes geholt, für alle so ein bisschen Pommes. Das kann man sich alles holen und dann zu Hause oder am Wagen genießen. Es gibt eine Sauna, es gibt ein Hallenbad, es gibt ein Freibad. Freibad ist jetzt logischerweise nicht zu empfehlen, weil ein bisschen zu kalt. Aber das Hallenbad ist gern gesehen und gut besucht. Und für Kinder mega cool der Platz, weil du hast hier überall Spielplätze. Hier ist ohne Ende Trampolin und hast du nicht gesehen. Das ist schon richtig geil gemacht. Also wir haben uns hier richtig ausgetobt. Gott sei Dank hatten wir ein Kind dabei. Meine Nichte oder unsere Nichte war dabei und da konnte ich auch mal so richtig Gas geben auf den Klettergerüsten. Das war mal wieder schön. Ja. Und es hat dich keiner blöd angeguckt, weil wenn du so als Erwachsener alleine darauf rumrennst, ist das immer blöd. Schön, dass ein Kind dabei war. Ja, auf jeden Fall. So, genug gelabert. Für den Fall, dass ihr mal ein Wochenende ohne euren Camper verreisen wollt, die haben hier solche Chalets und die haben sogar eine eigene Sauna. Das ist mega cool.
Ja, ihr Lieben, jetzt habt ihr mal ein bisschen was von dem Platz gesehen. Andi sagte gerade schon, das ist kein Geheimtipp, ne? Also, das ist jetzt nicht so, als wenn wir hier was Neues entdeckt hätten. Das kennt wahrscheinlich schon das ganze Internet und so. Trotzdem fanden wir den Platz cool. Oder finden den Platz cool. Vor allen Dingen hat er auch ganz schön aufgerüstet, muss man sagen, gegenüber letzten Jahr. Hier ist einiges passiert. Das stimmt. Also und für jeden auch was dabei, wenn man nicht gerade einen Camper hat, dann kann man hier auch schön Urlaub machen, finde ich. Ja, vor allen Dingen so wie das aufgebaut ist, halt richtig cool. Ne? Man hat wirklich das Gefühl, man ist in einer ganz anderen Welt auf einmal hier. Stündchen oder anderthalb Stündchen, nachdem wie schnell man unterwegs ist und wie der Verkehr ist, haben wir es jetzt von zu Hause aus. Und wenn man jetzt aus Bottrop oder so kommt, dann bist du hier in, weiß nicht, 25, 30 Minuten und du hast einfach sofort Urlaubsfeeling. Und wir waren jetzt 4 Tage hier und es war richtig cool und wir werden mit Sicherheit wiederkommen. Und vor allen Dingen, wenn man nach Obelink will, ist das auch eine Empfehlung, der Platz hier, weil ihr könnt von zum Obelink theoretisch laufen. Gut, mit dem Kram, den man da kauft, läuft man nicht hier hin, aber ist ganz nah. Das war unsere letzte lange Reise dieses Jahr. Steht jetzt auch erstmal nichts mehr an, also eventuell noch mal das ein oder andere Wochenende, dass wir mit dem Ding mal irgendwo hinfahren. Aber hauptsächlich Silvester wollen wir auf jeden Fall los. Genau, die nächste größere Reise wäre dann Silvester, aber bis dahin haben wir noch ein paar Videos, also bis Ende des Jahres haben wir genug aufgenommen jetzt. Ihr kriegt genug zu sehen, bleibt gerne dabei. Kroatien folgt ja auch noch ein bisschen was. Ein, zwei Technikvideos haben wir gemacht, beziehungsweise so, ja, Technik kann man es gar nicht nennen. Wobei Scheiben polieren ist schon Technik. Wir haben ja unsere Kratzer rauspoliert aus den Fenstern und da haben wir auf jeden Fall noch einen klasse Tipp. Das kommt jetzt demnächst und bleibt gerne dabei. Schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt, jetzt Glück auf bei den Podcampern. Wir wollen immer herzlich willkommen sagen, ja, aber eigentlich wollen wir sagen Glück auf. Aber ihr seid trotzdem herzlich willkommen. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Abonnieren. Wir freuen uns natürlich auch über weitere Abonnenten. Genau, stimmt. Wir haben jetzt 530 haben wir gestern gehabt. Also ja. Richtig cool. Ja, wir sind dran. Also bis zum nächsten Mal. Wir sind Angela und Frederik. Tschö.